Wenn sie das Programm geöffnet hat, sieht man verschiedene Fenster. In der oberen Reihe wird von rechts nach links der Film fertig. Rechts sieht man die Filmschnipsel, wie sie aus der Kamera kommen. Alle mit einem eigenen Namen, manche davon taugen etwas, manche davon nicht. Das mittlere Fenster spielt eines dieser Filmschnipsel ab. Die Szene, die ich davon übernehmen will, kann ich definieren und dann ziehe ich sie nach unten auf die sogenannte Timeline. Diese Timeline enthält die einzelnen Szenen des Films in ihrer zeitlichen Reihenfolge. Zusammengesetzt sehen wir das Ganze auf dem Bildschirm links. Er gibt in einer Vorschau den fertigen Film wieder. Ich starte zunächst das Schnittprogramm und gebe dann einen Projektnamen. Ich speichere das Projekt unter Videos, dann ist es leichter zu finden. Jetzt suche ich mir den ersten Film, den ich einsetzen will. Und sagst, bitte. Das ist der falsche. Jetzt. Bitte. James Bond steht vor einem Haus und muss sich vorbereiten. Er lädt seine Waffe durch. Ich markiere Anfang. Und Ende der Sequenz, die ich übernehmen will. Und ziehe das kleine Stück dann unten auf die Timeline. Der Film fängt an. Bitte. Die Filmschnipsel, die bereits verwendet wurden, sind mit einem roten Quadrat markiert. Außerdem findet man sie rechts unten in der Liste der verwendeten Filme. Man sieht, es passiert jedes Mal dasselbe. Ich markiere mir den gewünschten Anfangspunkt der Einstellung mit einer Klammer auf, dann den Endpunkt mit einer Klammer zu und schließlich ziehe ich die Szene, den Filmschnipsel, nach unten auf die Timeline mit Hilfe der Maus und der rechten Maustaste. Bitte! Wir haben jetzt nicht sehr auf den Ton geachtet, sondern wollten nur Musik unter den Film legen. Deshalb markiere ich jetzt den ganzen Film und breche die Kette zwischen der Tonspur und der Bildspur auf. Das Grüne ist die Tonspur, das Blaue die Bildspur. Ich markiere jetzt die Tonspur und lösche sie mit der Taste Entfernen. Jetzt suche ich mir eine Musik. Jamendo.com. Jamendo.com.
ziehe die, die mir gefällt, unter die Bildspur, schneide den überstehenden Rest weg. Und blende dann am Anfang die Musik ein, indem ich an dem kleinen Punkt nach rechts ziehe. So, jetzt brauche ich nur noch ein Geräusch für das Durchladen der Pistole. Dieses Geräusch nehme ich mir aus dem Geräuschfundus. Ich schneide es zurecht. Und ziehe es dann unter die jeweilige Stelle. Der ganze Film sieht jetzt folgendermaßen aus. Sollte ich irgendwo festgestellt haben, dass ich von einem Filmschnipsel zu viel abgeschnitten habe, macht das gar nichts. Ich kann es jederzeit problemlos nach hinten und vorne wieder verlängern, so viel wie ursprünglich vorhanden war. Grundsätzlich könnte man auch auf diese Weise auch einen Film schneiden, allerdings ziemlich umständlich. Alle Filmdaten müssen zunächst von der SD-Karte auf den Rechner kopiert werden. Das Schnittprogramm kann mit den Daten auf der SD-Karte nicht arbeiten. Deshalb macht euch einen ordentlichen Ordner auf, kopiert die Daten auf den Computer und arbeitet von dort aus. Außerdem, mit dem Schneiden ist der Film noch nicht fertig. Er muss noch gerendert werden. Wie es geht, zeige ich extra. Die Sache macht der Computer allein, aber sie dauert sehr lang.